Andi, Amerika wäre für dich auch nicht optimal, ne? Because your English is not the yellow from the egg. Ja, und die DFB-Jungs mit Julian Nagelsmann sind jetzt erstmal auf 10-tägiger USA-Reise. Oder wie der Julian sagt, Klassenfahrt. Oh, da hätte ich auch Bock drauf, ne? Das ist der Beste aus dem Physik-LK hier. Nerd Nagelsmann, die Klassenfahrt organisiert. Hast auf jeden Fall genug Skatspiele dabei, ne? Aber Bier fehlt am Ende. Mein Chemie-Physiklehrer hat mich mal gefragt, Uwe, in welcher Einheit wird Promille gemessen? Dichte, ja. Lieber heute blau als morgen rot. Stefan, du bist ja noch komplett neben der Spur vom Schütten. Denk das nächste Mal dran. Lieber vom Rembrandt gemalt werden, als vom Weinbrand gezeichnet. Vorm Abflug in die USA war der Nagelsmann noch beim Arzt. Der Arzt so, Herr Nagelsmann, was macht eigentlich Ihr altes Leiden? Und der Julian so, ich habe keinen Kontakt mehr zum FC Bayern. Na? Und Bayer hat ja jetzt den Müller nachnominiert. Mit dem Behrens, frischen Wind und Koda. Ist ja super. Kannst du beim DFB auch nur die eigene Linie reinkloppen. Vor allem, wenn du nur ein Jahr da bist. 2 Spiele in 10 Tagen haben sie, Stress pur. Und teilen sich das Trainingsgelände mit dem Footballteam der New England Patriots. Ah. Bin mal gespannt, was die für Linien gezogen haben. Da kommt es bestimmt auch nicht drauf an, wie viele Tore geschossen hast, sondern wie viele Yards du zurücklegst. Patrick, du hast auch einen neuen Lieblingstee, ne? Tequila! Zweites Spiel ist ja gegen Mexiko. Deutsche Zeit morgens um 2. Das ist im Prinzip wie so ein NFL-Spiel. Kann ich leider nicht gucken. Weil da sepp ich immer hin und her zwischen dem Kaminfeuer und Deutschlands schönsten Bahnstrecken. Das letzte Mal, dass die DFB-Elf gefühlt in den USA war, für mich 1994. Far away in America. Mit den Village People. Haben sie damals einen Song aufgenommen, da kannst du heute nicht mehr bringen. Aber wäre schon geil, so ein richtig geiler Rap. Ehrlicher deutscher Gangster-Rap. Da freuen sich die Amerikaner drüber. Der deutsche Gangster-Rap ist fast so bekannt weltweit wie der amerikanische Schlager. So einem deutschen Rapper, dem kannst du auch nur ein Kilo Hack zuwerfen und sagen, hier, Bradan. Was, Bradan? Ja, hier, Bradan mit Pfeffer und Salz in der Pfanne. Hermann! Fragst du mich noch mal, was ich mit der weißen Kugel mache, wenn ich mein Mozzarella-Päckchen ausgetrunken hab? Dann knallt's! Wegen dieser ganzen USA-Reise ist die komplette Bundesliga ja sauer auf den DFB. Der Süle frisst jetzt nur 10 Tage lang Burger. Aber es gibt halt kein Lied, wenn jetzt keiner einen Song für die deutsche Nationalmannschaft machen will. Dann muss ich das eben machen. Komm, schmeiß an den Bums. Aufruf für alle Nationalspieler für den Flug in die USA. Sinnlose Testspiele DFB Amerika. USA. Nagelsmann will flexen, er sagt vernetzen. USA. Land der unbegrenzten Möglichkeiten, Gefühle. Was denn? Hummer Burger für den Süle. DFB haut einen raus, Bundesliga vor dem Aus. Alle Clubs angepisst, weil jetzt jeder Pommes frisst Gefühle. Was denn? Hol mal Burger für den Süle! USA. Sinnlose Testspiele DFB Amerika. USA. Nagelsmann will flexen, er sagt vernetzen. USA. Land der unbegrenzten Möglichkeiten, Gefühle. Was denn? Hol mal Burger für den Süle! Ich bin ja nicht abergläubisch, weil das bringt ja Unglück. Aber diese Woche ist ja nur Freitag der 13. Und falls ihr da jetzt irgendwie Pech habt, dann denkt immer dran. Gibt Leute, die haben keinen Job, bei einem ist das Haus abgebrannt. Andere spielen bei Schalke 04 und heißen Polter und wissen nicht, was sie an Halloween anziehen sollen. Polter, kleiner Tipp, ne? Weißer Umhang, reicht. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der sucht immer noch einen Eiswürfel, der ist ihm letztens ins heiße Wasser gefallen.